Schubsen. Okay, reden wir nochmal mit ihr. Entschuldige. Was? Komm schon, hilf dem Messerwerfer, ja? Nein, nein, nein. Bitte, es ist doch ganz sicher. Oh, jetzt kapiere ich, du hast Angst. Dann halt, dann bin ich halt ein Feigling. Aber ich melde mich nicht freiwillig. Wo ist dein Sinn fürs Abenteuer? Mi. Verdammt. Hör mal. Was? Was? Ach verdammt, der Mann ist verzweifelt. Hilf ihm. Ist das dein Stil, mich da rein zu schubsen? Aha. Bitte, es ist doch ganz sicher. Du gibst niemals auf, oder? Ich meine nur, du solltest etwas von der hiesigen Kultur lernen. Ganz aus der Nähe. Das nennst du Kultur? Ich weiß nicht. Diese Messer sehen gefährlich aus. So, jetzt können wir sie schubsen. Uff. Sehen Sie, meine Damen und Herren. Eine Freiwillige. Aber, meine Teure, es gibt nichts, vor dem Sie sich fürchten müssten. Aber... Gehen Sie doch nur dort zur Tafel, jetzt. Trommelwirbel. Tada! Vielen Dank für Ihre tapfere Hilfe, meine Teure. Ich darf Ihnen meine Dankbarkeit zeigen, indem ich Ihnen dieses Messer als Andenken mitgebe. Oh, ist ja sehr nett. Hier, nimm das Messer. Bevor ich es an dir ausprobiere. Blut. Jetzt haben wir ein Messer. Blutbeschmiertes Messer. Ein scharfes, leicht blutiges Messer. Und hier ist auch noch ein Händler, aber mit dem reden wir noch nicht. Wo reden wir mal mit ihm? Wir sind ja. Entschuldigen Sie. Ja. Ja. Wo können wir Omar al-Jabbar finden? Omar? Seine beschämende Entschuldigung für ein Geschäft ist hinten in der Straße. Was ist heute denn besonders gut? Heute haben wir was Besonderes. Taube am Spieß, nur 20 Dinar. Akzeptieren Sie auch US-Währung? Leider nein. Eine Taube wäre nicht schlecht. 20 Dinar, Effendi. Vielleicht können wir ein Geschäft machen. Was für eine Art von Geschäft? Ich verkaufe diese modischen Lederjacken. Ich gebe Ihnen dieses tolle Messer für eine Taube. Ich habe schon mehrere dieser Messer. Der Messerwerfer verfehlt ja oft genug. Legen Sie die Taube zurück, ich komme wieder. Die Lederjacke wollen wir ja nicht mitgeben. Aber sicher, Effendi. Oh, Verzeihung. Das wird noch interessante Sachen geben. Oh, und es ist ja Omar al-Jabbar selbst, wie wir aus der anderen... Was kann ich für Sie tun, Effendi? Wie wir ja aus dem anderen Weg da gesehen haben, ist es halt Omar al-Jabbar, nicht sein Diener Paul Abdul. Sind Sie Mr. Omar al-Jabbar? Ich bin nur ein bescheidener Händler. Mein Name ist nicht weiter wichtig. Handeln Sie mit Antiquitäten aus Atlantis? Vielleicht auch nicht. Viele Narren träumen vom verlorenen Königreich. Wie kann ich wissen, ob Sie es wirklich ernst meinen? Ich habe ein Dortgottlieb recht, das. Ich bin nicht sicher, was Sie meinen. Ich glaube nicht, dass ich etwas habe, was überzeugt. Ich habe einen Doktortitel, reicht das? Hahaha. Sie haben eine Menge Humor, wie ich sehe. Also doch nicht. Aber hier so eine Maske. Auffällig. Seltsam. Sieht wie der Geist aus, den wir in deinem Zimmer sahen. Dieser Geist war nur Abseil.
Entschuldigen Sie nochmals. Ja. Wie viel soll die Maske kosten? Sie können das wertlose Ding mitnehmen. Es hat schon einige Stammkunden vergrault. Auch gut. Soll uns mal nicht stören, ne? Einfach rausgehen, mitnehmen. So, hier können wir an sich nichts mehr machen. Ihr könnt theoretisch die Maske bei dem Typen verkaufen. Vielleicht schaffen wir es ja. Entschuldigen Sie. Ja. Ich würde Ihnen noch was anderes anbieten. Ich höre. Ich gebe Ihnen eine gruselige Maske für eine Taube. Nein, danke. Die verscheucht ja meine ganzen Kunden. Legen Sie die Taube zurück, ich komme wieder. Aber sicher, Effendi. Der Messer hat bestimmt nichts mehr zu sagen. Das heißt, an sich würde ich mal sagen, gehen wir nochmal zu Elaine Trottier. Heißt er überhaupt Elaine? Kann ich das so sagen? So, ich versuch's nochmal. Du suchst Trottier, ich mache den Rest. Ja, kurz abwarten. Ach, da ist er schon. Geh herüber, Monsieur Trottier. Nun, hallo mal wieder, Dr. Jones. Wie kann ich Ihnen helfen? Kommen Sie, Madame Sophia wird Ihr Schicksal weissagen. Das ist ein großer Schritt. Ich bin nicht sicher. Sie brauchen Hilfe und sie ist der beste Psychiater. Vielleicht sollten wir das besser nicht sagen. Wenn Sie so denken, dann vergessen Sie es besser. Kommen Sie, eine einmalige Chance. Sie ist hier im Hotel. Nun, ich muss die Wahrheit wissen. Ist Atlantis echt oder nur ein Mythos? Also werde ich gehen. Ach, auf einmal. Bitte gehen Sie voraus. Jojo, okay. Ja, voraus. Und er geht als Erster. Ja, super. Nehmen Sie Platz, Monsieur Trottier. So, ich speichere mal kurz. Es gibt nämlich hier auch eine kleine Spaltung, nämlich zwei Wege sozusagen. Ich weiß, dass der eine nicht unbedingt einfach ist. Mal schauen, wie nenne ich das hier? Ach, nenne ich einfach Trottier. Okay. Ist er hier? Guck doch selbst raus. So. Ich versuche erstmal den, sag ich mal, schwierigeren Weg. Nämlich, okay, Trottier gehört dir. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, beschäftige ihn. Ich versuche was. Die werden wir gleich haben. Gleich machen. Ah, Monsieur Trottier. Ich bin so froh, endlich einen Experten für Antiquitäten zu treffen. Madame, beschämt mich. Ich bin es, der erfreut ist. Nun dann. Haben Sie ein nettes Artefakt für mich? Ein Zeichen der Macht hilft, meine Gedanken zu fokussieren, soll wahrscheinlich heißen. Nur Absal will einen Beweis für Ihren Glauben. Entschuldigen Sie einen Augenblick. Nur Absal will einen Beweis für Ihren Glauben. Nun, ich habe diese Steinscheibe aus der verlorenen Stadt. Sie sollte Monsieur Sal meinen Wert beweisen. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Lasst uns nun mit der Zusammenkunft der großen Geister beginnen. Einen Moment, Madame. Wir haben uns nie zuvor gesehen. Sie könnten eine Betrügerin sein. Wenn Sie wirklich psychische Kräfte haben, sagen Sie mir, warum ging ich spazieren, als ich Dr. Jones traf? Woher soll ich das wissen? Lesen Sie meine Gedanken. Oder die von Dr. Jones, wenn Ihnen das Bessere gefällt. Ich habe ihm alles erzählt. Lassen Sie mich nachdenken. Ihr Horoskop, die Tarotkarten, Buch der Änderung hat es befohlen. Das Buch der Änderung hat es befohlen. Aha, das ist ja interessant.
Was ist meine größte Angst? Oh. Sie fürchten Betrüger? Deutsche Agenten? Die Konkurrenz? Aber die beiden auf jeden Fall nicht. Das haben wir ja besonders im vorherigen Weg gesehen. Das kommt ja nicht so. Aber entweder die Frau oder Betrüger. Ich meine... Betrüger? Sie fürchten ihre Frau. Sie wollen doch nichts sagen. Was brauche ich am dringendsten? Sie brauchen die Wahrheit. Hoffe ich. Sehr eingebend. Nun dann. Wie viele Finger halte ich hinter meinem Rücken hoch? Was für eine bescheuerte Frage ist denn das? Die Antwort ist doch rein zufällig. Nicht, wenn Sie ein echtes Medium sind. Keine Angst, ich werde nicht mogeln. Wie viele Finger? Nun, ich kann lediglich raten. Einer, zwei, drei, vier oder fünf. Wobei fünf unrealistisch ist, der Daumen ist kein echter Finger. Hier ist es wirklich praktisch eine Chance von 20%. Das war richtig liegen. Deswegen speichere ich nochmal. Verdammt. Leute, wisst ihr, was ich gerade gemerkt habe? Ich habe beim falschen Speicherstand gespeichert. Ich habe nämlich die Möglichkeit, das war Totier mit Indie überlisten, habe ich übersprungen gerade. Egal, ich habe sogar eine Idee dafür. Und zwar für die nächste Aufnahme mache ich das dann so, oder bei der nächsten Aufnahme dann für den kämpferischen Weg, dass ich dann nochmal im Team sozusagen bis zu der Stelle spiele und dann halt mit Indie Trottier halt verkackeiere. Und dann lade ich nochmal halt für den Auswahl der Wege. Ja, so mache ich das, das ist gut. Ja, müssen wir halt raten, ne? Ich meine, können wir ja nicht sehen gerade, ist ja auch kein Spiegel oder so. Einer. Ich bin sehr enttäuscht, Madame. Na, okay. Obwohl, vielleicht hat er noch was zu sagen. Sie sind durch meinen kleinen Test durchgefallen. Nur Absal hat Kopfweh. Trottier.